So, und auf in die letzte Folge für heute. So schnell kann's gehen. So, jetzt habe ich alles Angst, dass es wieder passiert. Ich habe nicht mehr genug Stein, ich muss neu produzieren. Obwohl ich hier nicht mehr so viele Schichten, glaube ich, oben drauf klatschen brauche. Weiß ich nicht, wie hoch ich das jetzt hier noch bauen möchte. Sieht aber aus, als ob die Ebene auf jeden Fall noch passt. Ja, das ist natürlich wieder Blödsinn. Wobei ich jetzt die Wände nicht hab, da ist dann wieder die Überlegung, wollen wir die auch noch, wie lange wollen wir die noch aus Stahl machen und wann sagen wir, okay, hier reicht aber jetzt auch mal Stein. Ich hab jetzt nicht... Ach, was ist denn das mit mir heute? Eieiei, eigentlich geht's mir doch gut. Wieso baue ich so einen Quatsch die ganze Zeit? Kann mir das mal einer sagen? Hat der Depp halt jetzt ernsthaft seinen Zugang zugemauert? So, ich belasse es erstmal dabei. Ich brauche hier unten nämlich noch ein bisschen, weil das ist an sich hoch genug. So, jetzt muss ich die Spitzhacke reparieren. Und muss noch einmal außenrum und überall nochmal ein Eisen wegballern. Ach, wie anstrengend. Wie anstrengend. Dann muss ich sowieso unten rum dann. Ja. So. Ja, ringsherum muss ich dann jetzt Rampe setzen, damit die hier auch hochkommen. So, dann schlagen wir nochmal einen frei. Wir gehen jetzt mal einfach, also von außen gesehen, linksrum, von innen gesehen, rechtsrum. Ich glaube nicht, dass ich beide freischlagen muss. Ich hoffe zumindest, ich hätte mir nochmal einen Kaffee machen sollen. Das wäre jetzt richtig hilfreich gewesen. Ah, egal. Das wäre in der Tat hilfreich gewesen. Ich schlag jetzt den einen mal frei, dann gehe ich zurück, gehe mir einen Kaffee holen und dann kann ich das auf Zweifelsfall immer noch von innen rausschlagen, denke ich, hoffe ich mal.
Oder soll ich mir jetzt einen Bohrer bauen? Kann ich mir einen Bohrer bauen? Wahrscheinlich bin ich hier sogar an der Werkbank. Wenn überhaupt. Weil das ist ja müßig. Was da haben wir, wie wenig Eisen da rauskommt. Wie frech das eigentlich ist. Und wieder heim. Hin und her und hin und her. Hey, my friend, do you know Zimbelzappelstab? Oh, ich hatte keine Lust zu Zimbelzappeln. Na gut. So, was wollte ich jetzt? Na ja, so unten gucken. Motorwerkzeugteilen, Fahrradlenker, Motor und 30 Stahl. Es scheitert natürlich am Stahl, den wir nicht machen können. Okay. Alles klar. Okay. Dann pesen wir jetzt in den Endspurt für heute. Und dann bin ich doch auch langsam reif für Feierabend. So, hier, wenn nichts hier braucht. So, bitte. So, jetzt haben wir nämlich hier. So, warum sind hier jetzt zum Beispiel auch Steine? Was baue ich denn die ganze Zeit? Was ist denn das mit mir? Was ist denn da los heute? Das ist bestimmt passiert, nachdem ich im Stein festgepackt bin. Da habe ich komische Sachen gebaut. So, genau. Schauen wir jetzt mal. Er will hier immer noch nicht stehen. Ja. Gigi, hau dir den Stein oben drüber weg. Der braucht halt echt den Platz auch oben drüber, wenn ich ihn jetzt weit genug zurückfahre. Da hinstellen. Dann ist aber halt die Frage,
ob er hier noch weit genug rausguckt, dass es überhaupt noch Sinn macht. Eigentlich halt nicht, ne? Ja, der ist zu hoch, der passt hier nicht drunter. Ach, ist das widerlich! Es wird echt Zeit, dass ich Stahl produzieren kann. Das ist ja... Ja, ich level zu langsam. Das ist das Problem hier. Der braucht halt Level 10. Ich muss jetzt hier 2x3 Punkte dafür holen. Das muss noch 8 Level machen. Einen davon habe ich schon. Also 7 eigentlich noch. Dann kann ich Stahl produzieren. Wenn ich nicht vorher zufällig so ein Crucible finde oder sonst irgendwie das Ding zum... Ich weiß nicht, ob es irgendwie einen Skill-Boost-Trank gibt oder so. Und hier. Aber ich habe die Falle noch nicht gelernt, noch nicht so richtig. So, klappt mit Hilfe von Kaffee. So, jetzt können wir den nämlich auch weiter nach vorne stellen. So. Ach, das kann er jetzt auf einmal doch, oder was? Halt jetzt dann, damit es ja keine Konflikte gibt, damit man den im Zweifelsfall, wenn man abgebaut hat, auch trotzdem wieder anbauen kann. Vielleicht so drüber bauen. So. Und der kann jetzt auch wieder zu. Und der... Dann noch mal dahin. So. Ich werde mit meinem Springen, ey. So. Genau. Ja, alles klar. Alles klar, Herr Kommissar.
Das heißt, ich kann jetzt hier überall noch massenweise diese Dinger hier wegbrüllen. Na, das ist doch wunderbar. Das macht ja richtig Spaß. Dann machen wir jetzt ein bisschen oder machen wir in der nächsten Folge und nächsten Aufnahme noch ein bisschen. Dann teilen wir uns auch ein bisschen auf, weil es passiert heute nicht mehr sonderlich viel. Ich mache jetzt mal, ich bin jetzt froh, dass ich diese Aufnahme heute noch gebacken gekriegt habe. Jetzt werde ich vielleicht noch ein, zwei Uploads machen. Ich habe die alte Zelda-Runde schon fertig durchbearbeitet. Das ist für meine Verhältnisse auch enorm, dass es an einem Donnerstag schon erledigt ist. Wenn ich dann die letzten Wochen denke. Ja, da ist das Ding, kann ich jetzt einfach. Das ist jetzt. 20 nach 12, wenn ich hier fertig bin. Zumindest zwei Folgen würde ich dann einfach mal hochladen. Viel mehr will ich gar nicht machen, weil dann ist das. Mein Internet ist so lahmarschig, da bin ich hier lange genug beschäftigt. Und ich bin langsam ins Bett. Ich weiß gar nicht, mit wem ich da eigentlich arbeitstechnisch morgen die Ehre habe. Das wäre vielleicht auch mal spannend zu wissen. Ach, ich fange morgen auch erst um 11 Uhr an. Ach, ist ja mega. Stimmt, die Chefin sind wieder. Ah. Erst um 11 Uhr heißt, ich würde daheim frühstücken eher. Verhältnismäßig zeitig aufstehen und in Ruhe daheim frühstücken, wenn er gar nicht falsch. Gerade so wie ich aktuell ein bisschen. Ja doch, das ist gut. Da hole ich mir für den Mittag ein paar Plätzchen und dann ist das eigentlich. Nach einem Konzept. Dann habe ich tatsächlich morgen auch nur einen relativ kurzen Tag. Angemessen finde ich, angemessen. So. Wieso ist ein Kaffee leer? Also im Bauch drin ist er leer. So. Kleines bisschen überziehen wir heute, aber ich habe ja gesagt, den einen machen wir, will er wenigstens zwei hier fertig haben, damit beim nächsten Mal dann noch zwei Stück hacken müssen. Das ist ja dann. Das ist ein krasser Kampf. Ja. 6-7 Minuten dauert das, um da jetzt hier diese eine Ecke frei zu hacken. Und ich muss das jetzt noch zweimal machen. Danach. Ach herrje, ach herrje. Wirke, Kaffee, wirke. Na, das geht zumindest links relativ schnell hoch. Aber es ist schade, dass diese Hackerei einfach kein XP bringt. Es gibt immer nur dann XP, wenn auch Eisen rauskommt. Ein XP, ein Eisen kommt aber raus. Das heißt, wir hacken uns hier zu Tode und es bringt einfach nichts. Ich weiß nicht, ob man mit einer Stahlspitzhacke hier mehr rausholen würde als mit einer Eisenspitzhacke. Keine Ahnung, aber es würde auch mehr Kondition kosten. Ich weiß es nicht. So, aber den haben wir jetzt schon fertig. Prima. So.
Alles klar, dann werden wir jetzt hier. Ich hätte den nochmal reparieren können. Ach, egal. Alles egal. Zack. So. Ich verpiss mich in meinen Schaltraum, würde ich sagen. Hier unten ist ganz cool. Hier fühle ich mich. Hier fühle ich mich gut mit Jade oder so. Keine Ahnung. So, und die anderen. Und dann machen wir Feierabend. Jetzt brauchen wir tatsächlich nur noch den. Den können wir eigentlich komplett zumachen hier. Das ist alles Quatsch. Das ist alles. Alles Quatsch. So. Jetzt reicht's aber. Wir sehen uns dann morgen. Ich wünsche noch einen schönen Abend, schönen Tag, was auch immer. Bis dann. Achso, schönes Wochenende natürlich. Klar, das ist mit der Punkt für ein schönes Wochenende. Tschüss.